Ja, Freunde, ihr seht richtig. Ich verstecke mich mit Manu auf den Dachboden und in dem Moment habe ich mich einfach nur gefragt, wie kommen wir unbemerkt hier wieder raus? Aber dafür spielen wir die ganze Story nochmal zurück. Also wir befanden uns in einer verlassenen Heilanstalt bzw. Lungenheilstätte und auf dem Gelände war sogar eine alte Schule. Das ganze Gelände und die Anlage war ziemlich groß, doch wir waren nicht alleine. Denn es waren noch Graffiti-Sprüher dort, die sehr laut waren und als die Polizei kam, wurden wir in die Enge getrieben, da wir in dem Moment im Gebäude waren. Wie das Ganze für uns ausging und wie dieser Lost Place aktuell aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Freunde, in diesem Video besuche ich mit Manu Experience eine verlassene Heilstätte. Seid gespannt. Hallo Lost Place, Freunde. Guck mal, hier führt eine Treppe nach oben. Wollen wir hier anfangen? Also das hier ist komplett eingestürzt. Okay, also da vorne fehlt etwas. Da fehlt ein Brett. Boah. Digga, wenn du hier runterfällst, ist das ein bisschen tot, Alter. Ja, tot vielleicht nicht unbedingt. Erstmal du, wenn du. Aber es ist schon sehr hoch. Immer am Gelände festhalten, weil safety first. Boah, denk, ist einmal ein Brett raus. Es geht richtig tief runter. Im oberen Stockwerk waren die Räume leer. Aber schauen wir mal hier. Okay, hier auf jeden Fall Acht geben. Hier kracht es schon runter. Was haben wir hier? Eine Tafel. Hier wurde früher unterrichtet. Also Freunde, anscheinend war hier früher mal eine Schule. Schaut euch mal diese Spinde an. Hier geht es zum Balkon. Freunde, hier ist wieder eine Tafel. Okay, Freunde, jetzt geht's wieder eine Etage nach unten. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Da drin ist noch ein Kühlschrank zum Kühlsagen. Hier wurde das Essen zubereitet. Hier ist der Kühlraum. Und von hier aus wurde das Essen zubereitet und hier rausgegeben. Und hier war die Kantine, hier wurde gegessen. Wie ein Actionheld. Ja. Von dieser Brücke sind wir reingegangen, runter und hier wieder raus. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir gestartet haben. Und jetzt geht es in dieses Gebäude rein. Freunde, dort steht 1907, also vor über 100 Jahren, wurde dieses Gebäude erbaut. Ich
Schade, dass hier so randaliert wurde. Also wirklich überall. Alles zerstört. Der Begriff Lungenheilstätte bezeichnet eine Heilstätte für Tuberkulosekranke. Tuberkulose ist die Infektionskrankheit weltweit, die am meisten Menschen umbringt. Und das, obwohl sie heilbar und verhinderbar ist. Die Erreger befallen überwiegend die Lunge. Diese Krankheit war im 19. und frühen 20. Jahrhundert sehr verbreitet. Und deswegen wurde diese Heilstätte 1907 errichtet. Es ist auch kein Zufall, dass solche Heilstätten sich in der Natur und in der Höhe befinden. Denn dort ist die Luft am besten für eine Luftkur und beschleunigt somit den Heilprozess. Wie sagt man so schön, die Natur ist die beste Apotheke. Also Freunde, bis jetzt viele leere Räume und sehr viel Vandalismus. Aber die Geschichte hinter diesem Ort ist wirklich krass. Deswegen auf jeden Fall lohnenswert, hierher gekommen zu sein. Etwa 28.000 an Tuberkulose erkrankte Menschen suchten damals in dieser Heilstätte nach Heilung. In den 70er Jahren wurde es als Lungenheilstätte geschlossen, da die Krankheit und somit die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr drastisch sinken. Danach wurden die Gebäude für die Betreuung psychisch kranker Menschen und als Altersheim genutzt, bis in den 90er Jahren. Bis heute ist die Heilstätte verlassen und vom Vandalismus geprägt. Okay Freunde, ab zum nächsten Gebäude. Peace. Eigentlich hatten wir uns darauf gefreut, das nächste Gebäude zu erkunden, aber es lief nichts mehr wie geplant. Freunde, hier ist ein Auto. Eben sind zwei andere Jungs weggerannt. So Graffiti-Sprüher waren das. Ja. Sein Auto. Vielleicht Security. Ich sehe nur Licht. Ich sehe nur Licht vom Auto. Aber da ist auf jeden Fall ein Auto. Freunde, eben sind zwei Jungs weggerannt. Und es könnten Security sein. Dann müssen wir die Flucht ergreifen. Licht aus. Das ist zu laut. Langsam, leise. Duck dich. Das ist keine Security, das ist Polizei, noch schlimmer. Direkt Anzeige. Komm schnell. Nee. Die kommen nicht. Hä? Glaubst du, die kommen rein? Ja, glaubst du, die kommen rein? Ich kann es gerade nicht so einschätzen, aber das sah eigentlich so aus, als würden die weggehen. Was? Die haben mich reinrennen sehen. Dann hört sich nicht. Ich glaube schon. Ja, dann gehen wir weiter hoch, oder? Hoch gehen die eh nicht. Weißt du nicht. Die haben Angst, dass es einkracht. Denkst du, die riskieren ihr Leben wegen ein paar Uhrwechsel? Betrachten die Situation von oben. Aber da kommt keiner. Ich glaube, die sind weggefahren. Glaubst du, die haben die anderen erwischt? Nee, die sind da lang. Ach so. Das ist ein Mensch. Das ist Polizei. Polizei, Polizei. Die gehen gerade da lang. Die gehen da lang. Das sind zwei Polizisten. Ohne Scheiß. Die sind gerade da gelaufen. Das heißt, ich
schnell abhauen? Schnell abhauen? Ja. Okay. Wir müssen gucken, wo wir abhauen. Als wir gerade abhauen wollten, kamen weitere Polizisten direkt in dem Gebäude, in dem wir uns befanden. Und somit waren die Ausgänge nicht mehr zu erreichen, deswegen konnten wir nicht abhauen und mussten uns auf den Dachboden verstecken. So sah das Ganze dann aus, aber die Szene haben wir, bevor wir gegangen sind, natürlich nachgestellt, da wir das Licht ausgemacht haben. Denn so sah es in Wirklichkeit aus. Wir saßen einfach im Dunkeln und wurden sogar fast erwischt. Und gleich erzählen wir, wie das Ganze abgelaufen ist. Freunde, wir sind jetzt draußen. Wir haben es geschafft, ohne erwischt zu werden. Ja. Ey, das war so knapp, Mann. Ja, Mann. Das war so knapp. Wir haben es versteckt auf dem Dachboden. Ja. Die Polizei ist einfach so ein Stück an uns vorbeigelaufen. Das war so knapp. Wir wurden wirklich fast erwischt, also beinahe. Die sind zum Glück nicht in unser Raum reingegangen, beziehungsweise die haben noch nicht mal reingeguckt. Ja, ich glaube, die hatten Angst auf dem Dachboden. Ja, ich glaube auch. Wir wollten nur so kurz schnell gucken. Das waren zwei junge Polizisten. Ein Frau und ein Mann. Ja, die hatten 100% Angst, richtig zu gucken. Die Frau hat ja schon gesagt, lass uns rausgehen. Und der Mann wollte noch hochgehen auf den Dachboden gucken. Aber die haben nicht richtig geguckt. Da habe ich mich schon in Handstellen gesehen. Da habe ich mich schon in Handstellen gesehen, als du so gesagt hast, komm, ich muss kurz auf den Dachboden. Ohne Scheiß, als die oben waren, dachte ich auch, okay, wir werden jetzt erwischt. Aber als ich dann gemerkt habe, die kommen gar nicht rein, dachte ich mir, okay, wir haben es geschafft. Also wirklich, sowas von Glück gehabt. Unglaublich, Freunde.